Eisenspitzhacke draus. Na dann, ich fange mal an, einfach zu strip mine. Oh shit. Mein Spitzhacke ist kaputt. Ich bin gefangen. Nee, bin ich doch nicht. Wir hatten hier gerade Eck gemacht. Ja, so viele Leute sind nicht anwesend. Irgendwas hat ja gerade auf meinen Kopfhörer Eck gemacht. Ich weiß nicht. Der Molly scheinbar auch nicht. Oh, ich hab der Wind, das himmlische Kind. War's wohl niemand. Ich hab doch Eisen, da kann ich doch bestimmt diesen wie mache ich denn daraus eine Eisenspitzhacke? Du starrst es so lang an, bis es sich verformt. Ganz Magie. Genau. Zauberei. So zwei Stück. Das muss ich erstmal zu Eisen brennen, oder? Das Eisen muss ich erstmal brennen, bevor ich daraus craften kann. Das Eisenherz, ja, das musst du erstmal zu Eisen machen. Aha. So, Holz rein. Ich brauche ja erstmal nur drei Eisen. Die Blume packe ich mal rein. Setzlinge kann ich mir nicht direkt aufs Feld packen. Eins, zwei, drei, vier und fünf und... Sehr schön. Und neue Rezepte freigeschaltet. Eisenaxt, Eisenspitzhacke. Ich höre schon wieder Zombies. Oh, eine Schere. Jetzt kann ich endlich scheren. Gar nicht so verkehrt, aber erstmal Eisenspitzhacke. Zu viel Eisen im Blut. Eisen ist gut. Oh, jetzt ist die Spinne. So, Eisenspitzhacke. Also ich will im Bett. Ich muss erst den Zombie vor meinem Fenster erledigen. Okay. Ach, okay. Wenn du so weit bist, sag Bescheid. Nö. Wir liegen schon im Bett. Ja. Ja, da muss ich ja nicht Bescheid sagen. Sehr schön. Perfekt. Also ich habe eine Schere und eine... Ich schere das mal hier oben. Ne, nehme ich nicht mit runter. Also gut, neuer Tag. Ich darf bloß nicht sterben. Auf in die tiefe, dunkle Mine. Hurra. I am a drop and I'm digging a hole. Diggy, diggy hole. Jetzt krieg ich gleich einen Copyright-Strike, wenn Webrof zu gut singt. Ja, und zwar von Sony, generell immer. Obwohl sie nicht mal gehört. Muss ich daran erinnern, dass wir... Windgeräusche in Skyrim als der Halo-Soundtrack erklärt wurden. Nee, das sagst du immer wieder. Ja, du wirst dich müde, das zu erwähnen. Was ich hier erlebt habe. Das nervt mich immer noch. Die Eisenspitzhacke, die dürfte jetzt ein Weilchen reichen. Ich brauche schon wieder eine neue Stein. Schickes Haus. Fessen. Meins. Ja. Wahrscheinlich. Er hat sich ein Haus gebaut. Das ist nur der Schuppen für das Erste. Jetzt hat er sich endlich ein Haus gebaut. Ich werde mein Dirt-Haus einfach irgendwann mal umbauen. Ja, du hast übrigens einen sehr schicken Baum.
Ich habe einen Baum. Du hast einen Baum. Okay. Wieso habe ich das? Ich weiß es nicht. Hast du hier wieder was veranstaltet? Nein. Wer würde dir denn auf dein Haus aus Erde einen Baum oben aufs Dach setzen? Na toll. Die Jugend heutzutage. So ein Mist. Sind die mal richtig vollgebaut? Oder vier von den Topenbäumen nebeneinander? Okay, wie komme ich hier jemals wieder hoch? Oh Mist, meine Axt ist am Arsch. Ich schau mal, was du mir da hingebaut hast. Du hast eine Birke auf dem Dach. Baue ich das irgendwann mal um und dann habe ich, mache ich Holz draußen und dann habe ich ein hübsches Baum. Ein Baumhaus. Von irgendeinem Händler vier Tropenbäume gekriegt. Ich habe ein Baumhaus. Eher gesagt ein Hausbaum. Ist doch gut, wenn es nur oben drauf ist, dann stört es mich doch nicht. Der nächste kommt innen rein. Nee, Modi. Lass mal lieber. Ich bestimme, wo meine Bäume landen. Dann weißt du, was dann bei dir mal drin landet. Viel Vergnügen, mein Ding besteht komplett aus Stein und Holz. Och, du kriegst schon was hin. Kommt ein einzelner Dirt oben drauf und dann hat sich das. Bring ihn nicht auf Ideen. Wäre nur halb so lustig, wenn ich ihn nicht auf Ideen bringen würde. Ich bin. Wäre doch eben selbst nicht drauf gekommen. Ich zähme mir einen Creeper und zünde den dir bei. Und binde den bei dir im Haus an. Wenn du reinkommst. So, habe ich wenigstens ein temporäres Häuschen. So. Was wollte ich nochmal auf dem Dach haben? Ach ja, ich wollte die Dinger. Einen Baum wolltest du auf dem Dach haben? Nee, Quatsch, ich brauche erstmal einen Steinkutter. Und für den Steinkutter. Okay. Das Ding denn. Kessel könnte ich auch brauchen und Ketten, aber das ist nur Deko. Ich glaube, ich bräuchte für Cleanstone, oder? Oh shit. Ich höre Lava. Ich sollte aufpassen, wo ich buddle. Vorsichtig beim Buddeln. Und machen erstmal aus dem Holz das hier. Und zwar alles. Den Eichen machen wir erstmal Bretter. Habe ich da genug? Ich bin schon auf Lava-Höhe, das ist sehr schön. Da genug und dann mache ich mir daraus ein paar Spitzhacken. So, ich würde sagen, drei sollten das bereichen. Also genug Stein habe ich jetzt hier. Eins, zwei, drei. Das kommt erstmal in die Kiste, wo es wahrscheinlich nie wieder rauskommt. Da seien wir ehrlich, niemand benutzt die Kisten wirklich. Man baut immer neue. Darum habe ich ein Haus, in dem jetzt die Kisten stehen, damit ich die Kisten benutze. Dieses Haus hat keinen anderen Zweck. Oh, ich habe Eisen. Damit die Kisten nicht einfach nur dumm in der Gegend rumstehen. So, ich habe Stein und dann brauche ich noch. Verbrennen wir die Hacke. Ich kann auch mal eine Steinaxt machen als Waffe. Wäre keine schlechte Idee. Sehr schön. Und ich grab mich hier gerade runter. Mach das. Bin schon auf Lava-Level. Ich höre schon neben mir brutzeln. Und ich habe Apfel. Noch mehr Eisen. Hurra. Und ich habe Weizen. Und Kohle. Sehr schön. Jetzt habe ich gerade meine Hacke verbrannt. Tja. Dann wird's halt einfach. Deine Hacke hast du verbrannt. Ich habe meine Hacke verbrannt. Eine Spitzhacke. Nein, meine Hacke. Doch nicht die Spitzhacke. Was ist bei dir eine Hacke? Hacke ist das, womit du den Boden umgräbst. Okay.
Habe ich hier noch keine gemacht. So, ich höre Monster. Guck, jetzt, was brauchte ich noch mal für... Sind wir vielleicht spitz? Nicht. Ich glaube, ich brauche erstmal ein bisschen Kohle. Klarer. Das heißt, wir gehen einmal den Setzling holen und ab. Die zwei Weizensamen einpflanzen. Perfekt. Ich gehe immer weiter runter. Zu tief haben sie geschürft, die Zwerge. Zeit für den Walrock. Ich kann dir einen Drachen hinter deinem Rücken spawnen, wenn du willst. Nein, bitte nicht. Meinst du Enderdrachen oder hast du einen Mod für Drachen drin? Nee, einfach nur einen Enderdrachen. Schade. Ist nicht, dass wir ihn spawnen können. Das können wir mal machen. Das können wir mal machen, wenn ich wirklich. Jeder andere auch. Das können wir mal Spaß machen, wenn ich halt wirklich, wenn ich mal wirklich so tief gegraben habe und da wirklich unten eine große Höhle gemacht habe, können wir in der Höhle mal einen Enderdrachen machen. Den Balrog. Ich spawn den auch hinten dran. Der Enderdrache zerlegt ja jeden Block außer Obsidian und Endstein. Ja. Also den hältst du nicht so wirklich gut in der Höhle. Wither wiederum, der könnte gehen. Da braucht man nur Gandalf, der sich den Weg steckt und du schau noch. Jo, ich hab eine Höhle gefunden! Yay, yeah, ich hab Glasscheiben. Ihr habt eine sehr tiefe Höhle gefunden. Warum ist hier unten Dirt? Hab ich mich wieder hochgegraben oder was? Naja, gibt's halt auch unten immer mal wieder so Taschen aus mit Dirt gefüllt. Ja, bis zum Höhlen-Update zumindest. Warum wollen sie da das jetzt entfernen oder was? Ja, stattdessen kommen dann solche kleinen Taschen aus irgendwelchen Kristallen und so weiter ran. Na ja, mal gucken, wie lange sie wirklich jetzt noch. Okay, hat gerade einen gruseligen Sound, der für irgendwas steht, bestimmt. Hm? Was? Hat gerade einen großen. Gibt in den die Cave-Sounds werden random eingespielt in den meisten Fällen. Oh, mein Spitzhacke ist kaputt. Ja, bei Mine kann man eigentlich ganz gut erkennen. Die hat, glaube ich, ihren speziellen Ton. Ich bin mal kurz auf Klo. Mach das. Und ich gehe mal hoch und hole mir eine neue Spitzhacke. Das könnte ein Weilchen dauern, bis ich oben bin. Mach das, ich brauche jetzt erstmal Wasser und dann gehe ich die Höhle looten. Ich war schon auf Lava-Niveau. Schön für dich. Ich würde dann auch langsam Schluss machen, weil es ist schon 21.30 Uhr. Ich wollte noch Abendbrot essen. Essen wird überbewertet. Das stimmt. Aber trotzdem. So, Spitzhacke. Zum Glück habe ich noch 3 gebrannte Eisen. Ist sehr schön. Neue Spitzhacke und weiter geht's. Hinunter. Eisenspitzhacke. Also wie gesagt, falls du eine Höhle brauchst, ich habe hier eine. Die reicht für beide. Oh, nö. Dann gehe ich mal in die andere. Haben wir meinen eigenen Krams. Was mal versuchen wollte, hier mit meinem Boot hier runter zu buddeln. Bis auf ein bisschen Eisen, was ich hier gefunden habe, gibt es hier noch nicht so viel. Einen Diamanten habe ich hier noch nicht gefunden. Diamanten habe ich ja noch keinen gefunden. Der Mann geht direkt auf die Diamanten. Das wäre doch mal sehr gut. Im ersten Stream gleich noch Diamanten. Ah, Eisen. Oh, ich wunderbar. Auch. Ja, Eisen. So. Das ist gutes Eisen. Das ist viel Eisen. Ich brauche mal ein bisschen Stein. Ich habe jetzt viel zu viel Stein. Es gibt nicht zu viel Stein. Dann baust du halt ein Schloss draus. Dann muss man es mal brennen und ein tolles Schloss draus bauen, wie gesagt. Wo war mein Ausgang? Nein, das war falsch. Ich grab mich jetzt ziemlich gerade runter, also. Das sollte man niemals machen.
Eigentlich gerade, ich baue Treppen, so ein Treppen. Ach so, ja, also normal. Mein Ausgang finde ich. Ist einfach zurück. Ich gehe jetzt erstmal Kohle suchen oben am Berg. Irgendwo hier müssen noch offene Kohleadern sein. Da hinten haben wir welche. Warum bin ich noch? Ich bin noch nicht. Ich war doch schon auf Lava. Wieso bin ich noch nicht auf Grundstein gestoßen? Wie lange Einfach dauert's? immer tiefer. Wie lange dauert es denn, bis man auf Grundstein stößt? Ist doch irgendwann nicht mehr abbaubar, oder? Drück mal F3. Oh, okay. Koordinaten. Das zweite ist dein Z-Wert. Wenn der bei 0 ist, dann müsstest du bei Endstein sein. Bei Grundstein. Sehe So, gar ich habe nichts. Zeit Ich für die sehe jetzt hier Uhr. meine XYZ. Auch hier. XYZ meinst du? Das zweite ist mein 16 Millionen oder so. Bin ich jetzt hier. Meinst 16,000. Ich bin jetzt hier auf dem Berg bei Höhe 80. Also ein bisschen, also ziemlich nah dran. Ich höre schon Lava neben mir brutzeln. Schon wieder. So, ich habe übrigens drei Feuersteine, falls du brauchst, Ah, ich habe um nochmal. Feuerzeuge zu Ja, machen. kannst du mir mal ins Haus legen? Ich bin hier gerade unten. Mach das mal. Ich mache einfach die 2. Ich arbeite mich weiter auf Ebene 0 hin. Prof ist immer noch im Klo oder was? Anscheinend. Lange Sitzung. Ja. So, hast du eine Kiste irgendwo hier? Noch nicht. Dann packe ich sie in den Item-Frame. Oder baue mir eine Kiste und leg's dorthin. So, ich werde jetzt erstmal die Welt abfackeln. Aber nicht mein Haus. Nein. Das vom Prof kannst du möglicherweise erwischen. Was kann's? Ah ja, das ist von Prof. Der wird sich freuen, wenn er auf dem Klo wiederkommt und sein Haus in Flammen steht. Drei, Oh, ich habe schon wieder vier, Eisen hier. Also Eisen finde ich hier wirklich fünf, problemlos. sechs, Und doch ein bisschen sieben Kohle. und den einen da, der stört mich. Was bedeutet, es wird wahrscheinlich der ganze Wald hier abbrennen, aber mir soll es egal sein. Kannst du doch abbauen. Das Holz, wertvolles Holz, was wir Egal, brauchen. ich will Dinge brennen sehen. Deshalb bin ich hier. Oh, ich habe Grundstein. Oh, ich habe Es ist ein Redstone. Bibliothekar, oh nein! Ich habe Redstone. Man muss aufpassen, dass ich jetzt nicht Lava trinke. Ich Bin auf schlage einen. Redstone. Ich schlage den Zombie übrigens mit meiner Hacke kaputt. Redstone Oh nein, Rezeptzeug. Ich habe Creeper! Redstone. Ich habe Redstone. Creeper, Rotstein. und die Welt da hinten fängt an zu brennen. Das ist wunderschön. Ach Mensch, Modi. Redstone Stob habe ich hier. Sehr schön. Axt. Was mache ich denn für Scheiße? Ich habe Rotstein. Hopp, hopp. Ihr seid tot. Jetzt kann ich euch fallen stellen. Bling, bling. Feuer ist schön. Oh, ich habe ja auch Feuer. Nennt sich Lava. Oha. Ah, schön. Was Vorsichtig. könnte ich denn noch anbrennen? Mehr Redstone. Moment, was vielleicht eine gute Idee wäre, wäre ein Schild. Schild, Schild, Schild. Okay, ich habe 49 Redstone. Sehr schön. Creeper. Damit kann man doch arbeiten. Wenn hier Lava ist, dann können doch hier Diamant sein, oder? Was relevant ist. Diamant ist doch auf Lavahöhe, oder? Wenn man nach Diamant sucht, dann könnte man hier mal in der Keine Nähe Ahnung. von Lava mal gucken.
Schild, ich brauche ein Schild, ich brauche ein Schild. Oh nein. Muss hier mal Stein vorstellen, sonst. Was machst denn du dort? Oh nein. Okay, hier nicht lang. Da ist Lava. Bin auf den Lavasee gestoßen, wie es ausschaut. Nice. Und ich bekomme Fortnite-Werbung. In Minecraft. Ich habe den Epic Launcher noch im Hintergrund laufen, weil ich den generell immer laufen habe. Okay. So, und ich brenne den Wald noch weiter ab. Krieg ich auch ständig Werbung für mich. Also, cool. Ich arbeite jetzt mich einfach an der Lava entlang. Oh. Ja, da ist mein Spitzhacke kaputt. Ah, hier kann ich aber was. Dann lassen wir es, glaube ich, erstmal gut sein. Schlimm sein. Okay, das hier geht noch. Schön Lava hier. Ich nehm ein Glas mit und mache hier eine Lava-Fassade. Kannst du. Sieht bei mir wahrscheinlich dann geil aus, bei dir nicht. Das leite ich mir dann nach oben und dann habe ich ja einen kleinen Lavafluss nach oben in meinem Haus und habe ich im Haus eine Lavafassade. Habe ich auch mal gemacht, war es nicht wert. Aus Versehen mal ein Stück Glas abgebaut und dann. Ganz genau. Ah, shit. Mordef wurde von einer Spinne erschlagen. Spinne. Sehr schön. Ich komme wieder hoch. Spinnen springen hier sehr viel. Oh, wir haben fast Tag. Ich bin im Loch. Ich bin im Loch. Prof kommt nicht mehr zurück. Ich glaube, ich bin in deiner Mine. Rauf ist auf oder? Toilette. Glaube ich nicht. Nee, bist du nicht, oder? Ei! Wurde vor durch dich über dich in Luft gesprengt, dann ist hoffentlich nicht in meiner Höhle. Nein, ich war nicht in deinem Haus. Ah. Nee, du bist an der Oberfläche. Lass uns mal schlafen gehen. Wir haben Tag. Jetzt. Gleich. Oh. Sehr schön. Ich glaube eh nicht, weil Prof da ist. Ich sehe nur hinten Bäume brennen. Was ah, da ist der Prof wieder da. Ich habe ein Feuerzeug gebaut. Monty hat die ganze Landschaft hat Waldbrand verursacht. Weil die Bäume nicht gepasst haben. Du fucking Holzverschwender. Ah, das Feuer ist cool. Ja, sehr schön. Ich würde dann, glaube ich, mal langsam Schluss machen. Mach nicht alles kaputt, was ich aufgebaut habe. Das Feuerzeug ist schon in der Hand. Ach nein, du hast ja aus Dreck gebaut. Ja, es bringt nicht viel. Schade. Mein Weiß ist fertig. Einmal auf den Berg steigen und mal gucken, was ihr so gemacht habt. Oh, Monty baut schon an. Ich habe aus Spaß den Erfolg die ganze Zeit schon. Ja, ich war die ganze Zeit nur der Erde, ich habe nichts gesehen, was ihr gemacht habt. So passt bei einem Zwerg. Oh, hier gibt es noch ein bisschen Kohle. Aber ich habe jetzt Redstone. Ich habe jede Menge Redstone. Diamanten leider noch nicht, aber jede Menge Redstone. Ja, das ist doch ein schöner Blick zum Abschied. Achtung, Spinne. Ja. Wenn ich das nachher auf YouTube hochladen sollte, damit ich nach oben sonst gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und schaut bei
Prof, nee, schaut bei ihm nicht vorbei, der macht nichts. Schaut bei Modi vorbei. Also die Steuerung hier muss noch kapieren. Ich habe keine Ahnung, wie ich zeige hier gerade die ganze Zeit meine Füße. Wow. Yay. Nee, nicht die ganze Zeit. Für Leute mit einem Minecraft-Fußfetisch. Jo, na dann. Mit Sicherheit. Mal schauen, wann wir das nächste Mal weiterspielen. Ich habe hier mein kleines Dirthaus mit Baum drauf. Modi hat hier schon sein Beet angelegt und hat ein Lagerfeuer. Und Prof hat hier ein Haus gebaut. Das ist nur meine Lagerhütte. Das ist nur der Schuppen. Ja, der große Palast, der wird noch entstehen. Ich habe mein Zeug überwiegend unter der Erde. Ich baue mir eine Kneipe. Ja, da wird ein großes Dorf bestimmt noch entstehen. Ich baue mir jetzt erstmal eine Säge. Beziehungsweise einen Steinschneider. Und ich bin raus. Bis dann, ciao. Tschüss. Tschau.